Solltet ihr ein Auto fahren, welches mit einem CHAdeMO-Stecker ausgestattet ist, dann könnt ihr die Ladestation bei uns im Mobilitätsportal ganz einfach rausfiltern. Um den Ladevorgang zu starten, muss in erster Linie im Display der Steckertyp ausgewählt werden. Der Bildschirm zeigt dann an, dass wir den Stecker ans Auto anschließen können. Den Stecker von der Ladebuchse in den Ladeport des Autos stecken. Ist die Verbindung zwischen Auto und Ladestation hergestellt, zeigt das Display Verbindung OK an. Im nächsten Schritt muss auf den Button Start gedrückt werden. Der Ladevorgang kann nun via Ladekarte gestartet werden. Karte hinhalten und der Ladevorgang startet. Das Starten des Ladevorgangs kann auch hier 10 bis 15 Sekunden dauern. Das Display zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Am Display ist während des Ladens ersichtlich, welchen Ladezustand die Batterie derzeit hat, wie viel kWh in welcher Zeit bereits geladen wurde und wie lange es bräuchte, bis das Auto vollständig aufgeladen wäre. Um den Ladevorgang zu beenden, muss im Display die Taste Stopp gedrückt werden. Anschließend Ladekarte hinhalten, um den Ladevorgang zu entsperren. Dieser Schritt ist notwendig, da ansonsten jede x-beliebige Person den Ladevorgang unterbrechen oder abbrechen könnte. Also Karte hinhalten und Ladevorgang beenden. Der Stecker im Auto wird entriegelt und kann in die Ladestation zurückgehängt werden.